Stell dir vor, du würdest auf dieser Insel wandern gehen. Plötzlich taucht ein riesiger Varan auf und beißt dich von hinten in deinen Oberschenkel. Selbst wenn du es schaffen würdest, wegzulaufen, hättest du jetzt ein großes Problem. Wie sich sowas anfühlt und was dabei in deinem Körper passiert, verrate ich dir in diesem Video. Die Insel Komodo. Die Heimat des größten giftigen Tieres, das wir an Land finden können. Komodowarane können bis zu 3 Meter lang und 80 Kilogramm schwer werden. Als tagaktive Jäger erbeuten sie hauptsächlich Ziegen, Hirsche oder Wildschweine. Angriffe auf Menschen sind ziemlich selten. Dass ein Komodowaran einen Menschen als Beute wahrnimmt, ist sehr untypisch. Mal angenommen, es würde doch passieren und der Komodowaran würde sich entscheiden, dich anzugreifen. In diesem Fall würde er dich zu Boden reißen, mehrmals zubeißen und dich so schwer verletzen, dass du innerhalb weniger Minuten tot wärst. Egal was für ein Mordskerl du bist, gegen einen großen Komodowaran hättest du nicht den Hauch einer Chance. Mal angenommen, du würdest es irgendwie schaffen zu flüchten, was würde dann passieren? Ohne Hilfe würdest du nicht lange überleben, denn durch den Biss des Varanes hast du auch sein Gift abbekommen. Dank seinem Gift könnte ein großer Komodowaran einen bis zu 300 Kilogramm schweren Büffel außer Gefecht setzen. Das Gift des Varans erhöht die Schmerzempfindlichkeit. Allerdings würde in einer solchen Situation so viel Adrenalin durch deinen Körper schießen, dass du womöglich nicht viel davon mitbekommen würdest. Außerdem sorgt das Gift des Varanes dafür, dass sich deine Blutgefäße erweitern. Dadurch würde dein Blutdruck ziemlich schnell absinken. Dein Körper würde den Blutdruckabfall registrieren und dein Herz würde anfangen, immer schneller zu schlagen. Dir würde schwindelig werden und du hättest Mühe, bei Bewusstsein zu bleiben. Dein Zustand würde sich innerhalb weniger Stunden verschlimmern. Das Gift des Komodowaranes beinhaltet außerdem verschiedene Komponenten, die die Blutgerinnung verhindern. Fibrinogen ist ein wichtiges Protein in deinem Blut, das normalerweise dafür sorgt, dass dein Blut gerinnen kann. Die Toxine im Gift des Varans spalten Fibrinogen, dadurch wird es inaktiviert und die Blutgerinnung ist eingeschränkt. Außerdem verhindert das Gift, dass sich deine Blutblättchen zu einem Klumpen zusammenlagern können und dadurch ein Blutgerinnsel bilden können. Die Blutgerinnung wäre also mindestens von 2 Seiten aus blockiert. Dadurch würde die Bisswunde nicht aufhören zu bluten, du würdest dich immer schwächer fühlen und dir würde kalt werden. Irgendwann hättest du so viel Blut verloren, dass du das Bewusstsein verlierst. Mit der Zeit könnten die Organe nicht mehr richtig mit Blut und damit auch nicht mehr mit Sauerstoff versorgt werden. Sowas bezeichnet man in der Fachsprache übrigens als einen hypovolemischen Schock. Wenn es so weit kommt und dir dann immer noch niemand geholfen hat, war es das für dich. Der Varan würde in dieser Zeit gemütlich deine Spur verfolgen. Auch wenn er auf kurze Strecken bis zu 18 km/h schnell laufen kann, hätte er alle Zeit der Welt, denn ein Komodowaran kann Wochen, ja sogar Monate lang ohne Nahrung auskommen. Früher oder später würde er deine Leiche finden und dich dann vielleicht mit einigen seiner Artgenossen zusammen innerhalb eines Tages fressen. Ein schauriges Szenario, das normalerweise nicht passieren würde. Letztendlich ist der Komodowaran ein normales Tier wie jedes andere auch, das aber mit einer gesunden Portion an Respekt zu behandeln ist. Ein anderes, sehr giftiges Reptil ist übrigens diese Schlange. Das ist eine Lanzenotter, die vielleicht gefährlichste Schlange Amerikas. Ich war dort, habe sie gesucht und auch vor die Kamera bekommen. Wenn du wissen willst, was dann alles passiert ist und was ich auf meiner Wanderung durch den Dschungel sonst noch so alles gefunden habe, schau dir gerne dieses Video hier im Abspann an. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!